Ja, das war mein Thema, dass wir seit etwa 10 Jahren, seit 2010, eigene Energieerzeugung abgestellt haben. Zunächst mal die Kernkraft, dann wir hatten die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Dann haben wir die Kohle sozusagen aufgegeben und haben gedacht, wir können das alle mit Sonne und Wind machen. Und in Wirklichkeit hat man uns aber nicht die Wahrheit erzählt, denn in Wirklichkeit ist in der gleichen Zeit natürlich der Erdgasimport immer stärker nach Deutschland aus Russland forciert worden, weil, das weiß ja jedes Kind, aber die Bundesregierung hat uns das nicht allen erzählt, dass so ein Windkraftwerk, ich war ja mal selber Windkraftunternehmer, ich habe so 4 Dinger hergestellt, steht eben öfter, als dass es dreht. Das ist leider so. 20% des Jahresertrages eines Jahres, also 8.700 Stunden hatten, ein Jahr, also ungefähr 2.000 Stunden dreht das Volllast. Und bei der Sonne ist das noch viel schlimmer. Die Solaranlagen haben 1.000 Stunden. Und nachts, wie wir wissen, haben die, scheint die Sonne nicht. Also braucht man natürlich immer dann, wenn erneuerbare Energien, die fluktuierend sind, ein Backup. Entweder Batterien, Speicher oder, weil wir es noch nicht haben, Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke. Und da hat man sich entschieden, nee, Kohle wollen wir nicht. Und da, finde ich, ist schon der erste Fehler gewesen, der aber jetzt einfach weitergemacht wird. Es gibt eine deutsche, von deutschen Ingenieuren entwickelte Technik, die gab es mal in der Schwarze Pumpe in Brandenburg. Nicht? In der ehemaligen DDR war ja alles auf Braunkohle ausgerichtet. Und da hat man entwickelt eine CO2-Abschaltetechnik und das abgeschiedene CO2 konnte man dann in die Tiefen, da wo man Gas gefördert hatte zum Beispiel oder unter der Nordsee, verpressen. Dann wären wir das Thema losgeworden und wir hätten einen wahnsinnigen Effekt auf die Welt gehabt. Denn wir hätten den Chinesen sagen können, pass mal auf Jungs, wenn ihr weiter eure Kohle, was wir verstehen, ihr habt viel Kohle, die ist billig, wenn ihr die weiter verwenden wollt, dann müsst ihr aber diese Technik anwenden, denn wir wollen mit dem CO2 runterkommen. Aber das hat man nicht gemacht, weil das natürlich irgendwie ein bisschen schwierig war. Man muss den Leuten das ja erklären und sagen, wir wollen das CO2 unter dem Boden. Aber ich habe mich noch erinnert, wer das angestoßen hat. Das kam aus Schleswig-Holstein. Der damalige Oppositionsführer hieß Robert Habeck, wenn ich das nochmal sagen darf. Ja. Der hat damals gesagt, Schleswig-Holstein möchte nicht der Abfalleimer sein für CO2 aus dem Ruhrgebiet. Also ich würde jetzt sagen, aber Herr Arnold, ich meine, wer hat uns denn abhängig gemacht von russischem Gas? Das war doch auch Gerhard Schröder. Und ich meine, Sie sind auch in der SPD. Also die SPD war doch ja massiv beteiligt an dem Drama, in dem wir uns jetzt befinden, dass wir jetzt in einer unglaublichen Abhängigkeit sind. Nein, weil Sie beschuldigen, ja, alle waren beteiligt. Natürlich. Ich würde Ihnen auch widersprechen in der Frage, dass es der erste Fehler war, die Kohlekraftwerke abzuschalten oder auf Kohlekraft zu verzichten. Der erste Fehler war, auf Atomkraft zu verzichten. Ja, ich finde es sehr interessant, wie Sie sich an der Atomkraft vorbeilavieren hier jetzt gerade in der Sendung. Ja, weil es nicht mehr gibt. Doch, deswegen, es gibt, nicht mehr. Es entschuldigen gibt Sie bitte, die Atomkraft gibt es nur dann nicht mehr, wenn Sie die Augen schließen. Genauso wie China jetzt demnächst noch mal 250 Kohlekraftwerke bauen wird, baut die ganze Welt Atomkraftwerke, nur Deutschland. Er jagt seine Preise in die Höhe und sagt, wir wollen darüber nicht sprechen. Das ist wie ein kleines Kind, das die Augen zumacht und sagt, ich bin nicht hier. Mir geht es nur darum, heißt, wenn wir, nein, Sie wollen ja ernsthaft über die Energiekrise reden, dann müssen wir über Atomkraft reden. Wir müssen natürlich wissen, was wir noch zur Verfügung haben. Wenn wir jetzt über den Winter oder den nächsten Winter kommen wollen, nutzt es mir nichts zu sagen, natürlich bin ich für neue Kernkraftwerke. Die sind leider abgestellt worden in den letzten 10 Jahren in der Regierung Merkel. Und deswegen muss man eigentlich sagen, dann wenigstens das, was wir noch haben, vielleicht sogar noch die 3, die im letzten Jahr stillgelegt worden sind, reaktivieren und dann endlich auch neue Technologien der Kernenergie entwickeln. Aber es hilft uns nicht mehr, jetzt zu lamentieren, 11, 12 sind die alle abgestellt worden. Ich halte das auch für falsch. Sie lamentierten aber, gerade, ich habe es nur erwähnt, weil Sie gerade über Herrn Habeck lamentierten. Da muss man über alle lamentieren. Wie geht das jetzt weiter? Wie kann man jetzt diese Krise lösen? Und da sage ich, erstens Erdgas fördern, zweitens Kohle weiter und drittens den Anteil an Atomkraft, die wir haben, weiter betreiben und nicht gerade am 31.12. abstellen. Aber die Bundesregierung lernt nicht dazu. Das ist das Problem. Sehen Sie, heute hat die Umweltministerin gesagt,
Wir wollen ein Verbrennerverbot für 2035. Das will die durchsetzen. Aber da hat ja beispielsweise und da geht's schon um das Gleiche. Christian Lindner widersprochen. Ja, aber und, Herr Lindner hat gesagt, wir machen das nicht. Jetzt hat er sich über den Tisch ziehen. Hoffentlich setzt er sich noch durch. Er hat direkt auch auf Twitter widersprochen, dass ihn das jetzt überrascht. Also ah, es ist noch nicht überrascht. Okay. Jetzt oder dass gucken, die Aussage, also es ist nicht? Noch aber nicht ich meine, durch. Man ja. muss sich ja mal vorstellen, wir wissen, dass Strom jetzt knapp werden wird, weil wir eben nicht genügend Erzeugungskapazität haben. Und da ausgerechnet in dem Land, wo es knapp wird, sagen wir, wo wir die Technologie von des Verbrenners entwickelt haben, sagen wir, oh nee, wir wollen das alles jetzt auf E-Autos machen. Aber das ist ja noch nicht beschlossen. Das ist ja das kommt jetzt am Dienstag. Wir sind ja sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich habe wieder gehört, dass die Ministerin Lemke sagt, nee, ich bleib dabei. Da wollen wir mal gucken, ob dann Lindner wirklich dann auch die Koalitionsfrage da stellt und sagt, das machen wir mal zum Koalitionsthema. Ich halte das für dringend erforderlich, weil wir haben immer noch einen Stoff, der nicht so knapp ist. Gas ist wahnsinnig knapp. Das wird uns in diesem Herbst ausgehen. Aber wir haben immer noch genug Öl. Und in der Situation dann auf Strom zu gehen, da kann man nur sagen, jeder, der demnächst ein E-Fahrzeug sich kauft, muss damit rechnen, dass das auch dann nicht Problematik ist ja auch vor allem die Ängste, die sich die Bürger jetzt gerade machen. Wenn Sie jetzt auf den nächsten Winter blicken, haben Sie auch Angst als Bürger, dass das Gas ausgeht? Natürlich habe ich Angst als Bürger, dass das Gas ausgeht, dass wir unseren Energiebedarf nicht mehr decken können, weil da hängt ja viel, viel mehr dran. Da hängt nicht dran, ob ich jetzt warm dusche oder kalt dusche, sondern da hängt mein komplettes Leben, im Zweifel auch mein Arbeitsplatz dran. Und zuerst werden die Unternehmen betroffen sein. Genau, zuerst werden die Unternehmen betroffen sein, es sei denn, es ist kritische Infrastruktur, aber da kann man auch wieder diskutieren, was ist denn kritisch, was ist denn nicht kritisch. Am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen. Als Apotheker werden Sie länger beliefert werden. Das weiß ich vermutlich. Schlafen, da ist ja. Genau, ich schlafe in der Apotheke, da ist warm, aber natürlich weiß ich das doch gar nicht, ja. auf was für Ideen dann nachher, ich sag mal, unsere Regierung noch kommt. Absolut. Das heißt, ich muss ja auch als Arbeitgeber gegenüber meinen Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht wahrnehmen. Und die kann ich nur, wenn ich auch entsprechend Energie habe. Wenn wir alle mit Bluthochdruck heizen könnten, dann wäre der Winter gesichert. Ja, mein Bluthochdruck geht gerade massiv hoch, wenn ich sowas höre, dass in Anführungsstrichen im Herbst und im Winter keine Energie mehr da ist. Aber ich glaube, es kommt so langsam an. Heute hat die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau Fahimi, gesagt und hat die Bundesregierung ermahnt und hat gesagt, diese Krise, auf die wir uns jetzt zurennen, darf nicht auf dem Rücken der Arbeitsplätze und der Arbeitnehmer ausgetragen werden. Sie hat leider noch nicht den nächsten Schritt getan. Was müsste sie denn tun? Ich werde ihr gerne helfen und das haben wir ja jetzt gerade getan, indem wir sagt, ja, dann muss die Vorsitzende der Deutschen Gewerkschaft Herr Fahrenholt, sagen, Sie waren ja komm, selbst Umweltsenator in Hamburg ja. und ich frage mich, bereuen Sie denn etwas rückblickend, dass Sie sagen, mit dem Wissen von heute hätte ich was anders gemacht? Das fragt man sich ja immer als Bürger, wenn man auf die Politik blickt, das frage ich mich immer. Ob man auch selber kritisch mit sich ins Gericht geht und sagt... Ich war ein recht guter Umweltsenator und ich muss ganz offen sagen, mir fällt dann nicht viel ein, was ich hätte anders machen sollen. Das ist wie die Kanzlerin. Wie ja, geht das auch aber das sagen auch andere. Das, bei der Kanzlerin sagen das nicht alle. Auch viele. Sagen auch zu viele, ja, das ist richtig. Also es ist außerdem schon fast 25 Jahre her. Ist auch ein bisschen gemein, jetzt hier vor laufender Kamera gefragt zu werden. Gibst du. Aber die Frage, die sich jetzt wirklich stellt, ist zum Beispiel in Hamburg. Wir haben ein großes Kohlekraftwerk, das ist gerade abgestellt worden. Und jetzt haben wir wirklich am Ende, werden die Bürger Stromrechnungen bekommen, bis der Arzt kommt. Ja? Oder der Apotheker. Ja? Und das geht doch alles nicht. Das heißt, wir müssen doch mal jetzt mal innehalten und sagen, okay, alles zu seiner Zeit. Im Augenblick haben wir uns dafür zu sorgen, dass dieser Wohlstand, den wir erarbeitet haben, nicht kaputt geht, dass er nicht zusammenbricht. Denn wenn am Ende 5 Millionen Arbeitsplätze weg sind, die kommen erstmal so schnell nicht wieder. Sie haben zweitens, eben auch von 6 Millionen gesprochen. 5,6. Was sollte denn, als letzte Frage zu der Thematik, was sollte denn Herr Scholz jetzt tun? Ja, Herr Scholz sollte seinem Wirtschaftsminister mal sagen, pass mal auf, da wird draußen diskutiert, dass wir Erdgas haben. Ich möchte das genau wissen und ich möchte gerne eine unabhängige Gutachten haben und ich möchte gerne, dass das ein Gesetzentwurf gemacht wird, der das Fracking-Verbot aufhebt. Ja? Und zweitens möchte ich ganz gerne, dass der Forschungsminister die Abscheidung von CO2 aus Kohlekraftwerken macht. Und das Dritte ist, und selbstverständlich müssen wir jetzt
die Brennelemente bestellen oder bestellen lassen durch die Energieversorger, dass am 1. Januar nächsten Jahres nicht diese drei Kraftwerke, die Kernkraftwerke, abgestellt werden und unsere Not noch mal vergrößern. Denn ich sage voraus, diese Bundesregierung wird am 2. Januar daran gemessen werden, wie sicher unsere Arbeitsplätze sind und wie sicher wir uns versorgen können. Denn am Ende wird Folgendes passieren. Sie werden Stromrationierung kriegen, wie in Südafrika. Auf der einen Seite wird für 3 Stunden abgestellt, auf der anderen Seite Sie für 3 Stunden. Sie glauben wirklich, dass es Stromrationierung geben wird? Wenn wir das so machen, wie das jetzt im Augenblick, werden wir damit rechnen müssen. Mhm. Der E.ON-Chef hat gesagt, wir werden es nicht zum Blackout kommen lassen. Wenn man den Blackout verhindern, also den totalen Zusammenbruch, dann müssen Sie, wenn es Strom knapp ist, ihn zuteilen. Das heißt, Sie müssen sagen, der Stadtteil kriegt heute Morgen, der andere Stadtteil Hamburg Süd kriegt den übermorgen und in Berlin Ost kriegt dann und so weiter. Dann können Sie das vermeiden. Aber stellen Sie sich mal vor, was wir dann sind. Wir sind dann sozusagen auf dem Status eines Entwicklungslandes. Und das werden die Bürger nicht hinnehmen. Und das wird die Regierung am Ende ihr Amt kosten. Wie ist es? Sie kommen nächstes Jahr im Januar nochmal hierhin zur Analyse und dann schauen wir, was für einen Job die Regierung gemacht hat.